Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Big Ambitions. Ein neues Early Access Game, was heute rausgekommen ist. Und ich dachte mir, ich werde das mal mir angucken und ein kleines Let's Play daraus machen. Schauen wir mal, wie weit wir kommen. Ich habe das Spiel noch nicht angetestet oder sonst irgendwas. Ich habe nirgendwo woanders reingeguckt, weil andere konnten das schon spielen, weil sie in diesem Kickstarter mit drin waren. Ich habe leider diesen Moment verpasst. Ist halt so. Und deswegen zocken wir das heute zusammen und dann gucken wir mal zusammen rein und gucken, wie das Ganze funktioniert und wie es funktioniert. Man sieht hier, ich habe noch nichts angefangen. Ich habe noch keine richtige Einstellung gemacht oder sonst was. Wir gehen einfach rein ins Spiel und dann während des Spiels gehen wir einfach mal in die Einstellung rein, wenn irgendwas anders ist. An sich, die Musik ist schon mal sehr, sehr positiv. Schauen wir mal. Wir starten ein neues Spiel und dann gehen wir da mal rein. Story-Modus. Beginne deine Reise als Unternehmer mit Hilfe und Anleitung von deinem Onkel Fred. Empfohlen für deinen ersten Spieldurchgang. Anleitung und Ziele schaltet Errungenschaften frei. Ist das mal dasselbe? Ja, normal. Wir machen auf leicht, weil wir wollen ja nicht. Benutze definiertes Spiel. Passe die Variablen für ein perfektes Spielerlebnis selbst an. Nicht empfohlen für neue Spieler. Wir machen einfach diesen Story-Modus, würde ich sagen. Also, ab geht es, ab Spiel starten. Oh, hier können wir jetzt nochmal aussuchen. Wir sind natürlich weiblich. Nein, männlich natürlich. So, wir sind der Simi. Und ja. Komm, wir sind sportlich. Nein, das sind wir nicht. Wir sind so ungefähr. Nimm hier eine normale Hautfarbe hier. Anscheinend hier. Vielleicht kommt hier noch was mit einem Gesicht oder sonst was. Wobei, das gefällt mir am besten. Hier kann man anscheinend noch nichts. Hier kann man noch Frisur auswählen. Ja. Guck doch mal hoch, Junge. Nee, das gefällt mir am besten. Genau, blaue Haare. Naja, so. Gut. Kleidung. Was haben wir denn hier so Schickes? Ah, so einen blauen Pulli hier. T-Shirt. Ah, das sieht ganz nett aus, aber... Ja, okay. Ich würde sagen, wir bleiben bei dem Pulli, aber wir nehmen ein dunkles. Ist ja nicht so ganz hell. So. Eine nette Shorts. Nee, wollen wir nicht. Schöne lange Jeans hier. So, blau. Was haben wir denn hier noch? Und die Schuhe. Nochmal die hier. Gut, das war's. Mehr können wir hier nicht einstellen anscheinend. Hier können wir wahrscheinlich random irgendwas machen. Das lassen wir jetzt. Jetzt haben wir es uns schön eingestellt. Also gehen wir jetzt aufs Spiel starten. Und hoffen, das war da mal. 3 Monate ist das her, dass Oma gestorben ist. Ich weiß, dass ich jetzt mit 18 Jahren erwachsen bin, aber trotzdem. Es fühlt sich so beängstigend an, dass niemand da ist, um sich um Dinge zu kümmern. Es gibt jedoch eine gute Nachricht. Bei der Beerdigung fragte mich mein Onkel Fred nach meiner Telefonnummer. Er sagte, er wolle mir helfen, auf die Beine zu kommen. Ich kenne ihn, nicht wirklich, aber ich schätze, er gehört doch zur Familie. Okay, schauen wir mal. Wie weit wir uns ausbauen. Okay. Aua. Hey Kid, I hope you're feeling better. Anyway, I talked with a friend of mine, Richard. He owns a bunch of buildings in Hell's Kitchen. And he's kind of a big shot. Well, the bottom line is, he has a cheap apartment that you could probably afford. It's not much, but it'll do. Okay. Das heißt, wir sollen jetzt in die Thrill Street 45 und miete die Wohnung. So, dann wollen wir mal. Okay, das, also. Wir müssen uns mit... Oh, das ist ja ein bisschen doof. Okay, ich hätte mir das eher gewünscht, dass man das mit Tastatur machen kann. Man muss immer klicken hier anscheinend.
Kann man denn? Willst du denn jetzt hin, Junge? Okay. Okay, ich weiß zwar nicht, was ich da gerade gemacht habe, na gut. So, zur Miete. Gut, jetzt haben wir hier Grundfläche 54 Quadratmeter, eine B1, Gesamtgröße 1189 Quadratmeter, Zustand durchschnittlich, Markenwert, okay. Kundenkapazität, Verkehrsindex 10, Stadtteil German District. Straße, Vorschau, dieses Gebäude steht nicht zum Verkauf, okay. Tägliche Miete 44 Dollar, elektrische Geräte 90, Kaution 1316. Das heißt, wir haben wie viel? 15.000. Zahlen davon täglich 44 Dollar. Einmalig anscheinend die 1316 für Kaution und 90 für die elektrischen Geräte. Gebäudemieten. Mieten wir uns. Haben nur noch 13.594. So, schließen. Schlafe, bis deine Energie aufgefüllt ist. Das ist meine Energie, das heißt... Ah, okay. Okay, mit E können wir drehen. Mit Q auch in die andere Richtung drehen. Mit WASD kann man leider nicht laufen. Das ist ein bisschen schade. So, wir wollen aber eine Runde schlafen. Und zwar schlafen wir mal ganze 8 Stunden. Aber gut. Und hoffen, dass unsere Energie aufgefüllt ist. Unsere Energie ist aufgefüllt. Wunderbar. So. And I also transferred a couple of bucks to your bank account because I want to make sure you get something to eat, okay? Promise me. Okay. Er meinte, dass er uns halt ein bisschen Geld überwiesen hat, damit es uns gleich gut geht. Kaufe einen Standard-Kühlschrank aus dem örtlichen Einrichtungshaus. Na, okay, dann... So, Einrichtungshaus. Okay, mit rechter Maustaste kann man hier drehen. Kann man auch runter? Nö. Ich konnte gerade... Wie war denn? Ist lustig. Okay, immer mit der Maus geht's. Und dann kann man die Gebäude anklicken. Dieses Geschäft ist derzeit geschlossen. Tipp, du kannst auf Bänken schlafen. Okay, wann macht der denn auf? Öffnet in 3 Stunden um 9 Uhr. Okay, dann nehmen wir uns da nochmal auf die Bank eine Runde schlafen. Für ganze 3 Stunden. Wir haben es jetzt 7.02 Uhr. Das heißt... 2 Stunden 59 und einschlafen. Oh. Schon 10 Uhr. Okay. So, dann gehen wir mal dahin, wo es uns angezeigt wird. Ein Kühlschrank. Unbezahlte Summe. Entsorgen. Ist jetzt die Übersetzung hier verkehrt, oder? Achso, dann muss ich hier... Was kostet denn der Mist? Kleine Industrie... Nee. Achso, da ist die Kasse. Bestellung aufgeben. Erstmal vorgedrängelt. Aber nicht schlecht. So, ich stelle den Kühlschrank in deine Wohnung. Machen wir. Ganz klare Sache. So, dann laufen wir mal zu unserer Wohnung. Und passen auf, dass wir nicht überfahren werden. Okay. Oder kann man zufällig denn in den Einstellungen das mit der Maus ändern? Ich hatte gemeint. Und die Gemiete, genau. Da wollen wir rein. So, dann. Wo sollen wir denn hinstellen? Platzierung P. Und wo? Das sieht nach,
Was ist jetzt die Küche und was ist nicht? Aber ich glaube, das könnte das Bad sein. Unsere Küche. Ah, so kann man es jetzt ändern. Mit R dreht man. Ich gehe mal davon aus, dass das hier die Küche sein soll. Machen wir. Geh zum örtlichen Supermarkt und kaufe mindestens 3 Packungen frischen Lebensmittel. Gut, dann gehen wir uns mal ein bisschen was einkaufen. Okay, dann gehen wir nochmal nach oben und dann schauen wir mal. Musik gibt es anscheinend in dem Spiel nicht, außer am Anfang im Menü. Wir sind ja schon fast pleite. Ich hoffe, der Onkel hilft uns noch so ein bisschen. So. Wollen wir mal noch in der einkaufen gehen? Frische Lebensmittel. Du benötigst einen Einkaufskorb, um diesen Artikel zu nehmen. Einkaufskorb habe ich wo? Ach, da. Was haben wir? Frische Lebensmittel, okay. 1, 2 und 3. Und dann kaufen. Bestellung aufgeben. Wunderbar. Füll den Kühlschrank mit frischen Lebensmitteln. Machen wir auch. Na komm. So, und wieder zurück nach Hause. Nein, aber mal. Hier ständig klicken hier, damit wir immer in Bewegung bleiben. Kann man das Effekt schieben hier irgendwie? Achso, hier kann ich es essen, wenn ich möchte. So, wir wollen es jetzt in unsere. So, haben wir. Iss etwas. Okay, dann essen wir mal das frische Lebensmittel essen. So, haben wir auch. Oh, jetzt sind wir. Super. Hey Kid, I've gone ahead and paid your first rent, but that's it, okay? You need to get out there and get a job. Anything at all. You just need a salary right now. Okay, dann besorgen wir uns mal einen Job, ne? Besorg dir einen Job im örtlichen Supermarkt. Okay, dann rennen wir da wieder hin, wo wir gerade herkommen. Also von der Optik her finde ich es schon ganz geil gemacht. Aktuell, das scheint unser Einnahmen zu sein, die wir noch nicht haben. So, dann gehen wir nochmal rein. Dann gehen wir mal hier hin. Ach ne, da müssen wir hin. So, Montag 8 bis 16, Dienstag 8 bis 16, Mittwoch 8 bis 16, Donnerstag 8 bis 16, Freitag ist ein freier Tag, Samstag, Sonntag jeweils von 8 bis 16. Stundenlohn 25 Dollar und Job annehmen. Können wir mit F machen. Gut. Elgato Food Market. Sweeting Screen 23, heute freier Tag, morgen 8 bis 16 Uhr. Ziel festlegen, okay. Also, was muss ich jetzt machen? Dich selbst zuweisen, bestätigen. Deine Schicht hat noch nicht begonnen. Zeit zum Ende der Schicht vorspulen. Deine Schicht. So, wie komme ich jetzt wieder rum? Deinen Job weiter bis zu 300 in okay. So. Jetzt so oder? Heute freier Tag? Morgen. Das heißt, ich kann nochmal los, dann oder was? Dann gehen wir jetzt nochmal nach Hause und sagen, wir schlafen bis morgen früh. Ich würde sagen, bis 7.30 Uhr oder sowas. Was waren das für. Ah, hier. So, dann gehen wir mal eine Runde schlafen. Aufwachen. Nee, ist schon wieder. Ist aber lange schlafen denn hier. So, bis 7.34 Uhr. Einschlafen. Gut, Gesamtgewinn 43 Dollar. Wir haben dann. Bei einem Gesamtgewinn. Das ist eher Verlust. Na gut. Wir sollten noch was essen. Weil wir verhungern ja.
So, ab zur Arbeit. Denn unsere Schicht beginnt um 8 Uhr und wir haben 7 Uhr. Ja, die Zeit läuft aber schnell. Ja. Okay, das heißt, wir müssen... Eine neue Nachricht von Joe. Hey, wo zum Teufel sind Sie? Ihre Arbeitszeiten sind nur 8 und betrachten Sie sie zwar waren. Ja, ich bin ja schon da. Okay. Sich selbst zuweisen. Deine Zuweisung auffilmen, Zeit zum Ende der Schicht vorspulen. Mama. So, wir haben Geld verdient. Aber nicht genug. Das heißt, wir müssen jetzt heute fertig. Wir müssen morgen wieder ankommen. Das heißt, wir nach Hause. Oh, fix und fertig von der Arbeit. Den ganzen Tag an der Kasse stehen. Ach, da wird man einfach nur müde und hungrig und ja. Warte mal, was haben wir denn hier? Joe Hernandez, Onkel Fred und okay. Was haben wir denn heute verdient? Achso, das zeigt er uns ja gleich. Da haben wir hier eine... ja. Also, das heißt, wir müssen definitiv früher aufstehen. Weil die Zeit hier anscheinend... Oh, damit wollt ihr meinen. Weil die Zeit hier anscheinend, schneller läuft. Das heißt, wir stehen nicht... 6:26 stehen wir auf. So, nochmal ein bisschen vorspulen. So, jetzt gehen wir noch schnell arbeiten. Eigentlich müsste ich noch was essen. Schafft auch ohne. Jetzt habe ich gar nicht drauf geachtet, was wir verdient haben. Egal. Wir haben definitiv noch keine 300 verdient. Sonst wären wir mit der Aufgabe ja schon längst fertig. So, dich selbst zuweisen. Deine Schicht hat noch nicht. Deine Zuweisung aufheben, Zeit bis zum Ende. So, dann spulen wir mal ein bisschen vor. So, dann spulen wir mal vor. Und dann schauen wir mal, was wir verdienen. So, dann, die 300 haben wir geknackt. Wunderbar. You got a job. Well done. You're a chip off the old block, just like your dad. I think he was probably just about your age when he started his first business. Look, if you need a loan to start something, I got a friend over at Jensen Capital. His name is Larry, okay? That's who you ask for. And be sure to say hi from me, your Uncle Fred, okay? Okay, also Jensen Capital, der ist für mich zuständig, wenn ich mal ein bisschen Geld brauche für einen neuen Job. Okay, nimm einen Kredit über 15.000 auf. Okay, wo müssen wir hin? Zur Jensen Capital. Ist das hier? Ja. Gut, dann nehmen wir uns mal ein bisschen Kredit auf hier. Guten Tag, wie kann ich Ihnen heute weiterhelfen? Neues Darlehen bitte. Tägliche Zinssätze. Darlehensbetrag einmal 15.000. Das macht täglichen Zinssatz von 9 Dollar. Tägliche Zahlung 62 Dollar. Gesamttägliche Zahlung 71 Dollar. Bestätigen. Hammer. Gut. Automatisch gespeichert. Finde ich auch wunderbar. Finde auf Vogel Maps ein Einzelhandelsgebäude mit maximal 75 Quadratmeter im German District und miete es. Okay, dann. Gut. Vogel Maps, wie ist es? Garment District. Einzelhandel. Und dann hieß es, finde auf dem Einzelhandelsgebäude mit maximal 75 Quadratmeter. Das heißt, so groß können die ja nicht sein. Hier, 75 Quadratmeter. Wunderbar. Ziel festlegen. Nee. Wollte ich ja gar nicht rein.
ist das hier, ne? Ah, hier ist es. 75 Quadratmeter Gesamtgröße, aber wir wollen ja die Grundfläche, ein Gebäude mieten, neues Unternehmen gründen. So, neues Unternehmen eröffnen. Wähle die Art des Unternehmens, das du gründen möchtest. So, was haben wir denn hier so zur Auswahl? Wir haben einen Geschenkeladen, Bekleidungsgeschäft, ein Café, Schnellrestaurant, Florist, Juwelier, Wein- und Spirituosengeschäft und ein Supermarkt. Ich würde vorschlagen, wir fangen vorne an mit einem Geschenkeladen. Geht eigentlich immer. Wähle einen Namen für dein Unternehmen. So, das nennen wir einfach Simitown. Geschenke. Unternehmen gründen. So. So, oder ist es allgemein? Vielleicht kann man das auch später nochmal ändern. Weiß ich jetzt nicht. So, Simitown, Geschenke, Geschenkeladen in Econoview öffnen. Was ist das? Ah, okay, hier kann man hier alles einsehen. Okay. Gut, mindestens ein Produkt müssen wir haben. Registrierkasse müssen wir haben oder Kassenschalter. Ein Stapel Einkaufskörbe brauchen wir. Warnung, das Geschäft hat keine Produkte zu verkaufen. Gut, das heißt, wir müssen shoppen gehen. Lieferung, Zeitplan, Inventar, Preise, Insight, Marketing, Einstellungen. Geschenkeladen. Dateien durchsuchen, aktualisieren. Logo, Farbe, bla bla bla. Kontakte. Beastman. EconoU. Jetzt müssen wir mal eben gucken, wo wir Ware einkaufen können. Mal unter Kontakte was. Nee, da haben wir nur den hier. Hallo, vielen Dank. Damit können wir Ihnen auf jeden Fall weiterhelfen. Ich werde Ihnen den vollen Betrag sofort auf die Bankkonto überweisen. Vielen Dank, dass Sie mit uns Geschäfte machen. Okay, das habe ich noch nicht gelesen. Jetzt habe ich es aber gelesen. Markt Insider. Wo kann man jetzt hier einkaufen? Allgemein. Ah, okay, das ist ein Hilfesystem. Angestellte, Möbel, verkaufbare Produkte, preiswerte Geschenke. Hier. Preiswertes Geschenk sind Produkte, die von dem Geschenkeladen verkauft werden. Das Produkt kann in folgenden Möbeln platziert werden. Abgerundetes Regal, Produktaufsteller. Das Produkt kann an folgenden Orten erworben werden. Metro Wholesale und New York Distro Inc. Okay. Das Produkt kann von folgenden Orten importiert werden. Jet Cargo Imports und Unit Oceans. Okay, das heißt, jetzt hier festlegen. Dann wollen wir da mal hintuddeln. Und gehen dann mal. Kann man. Ah, genau so kann man drehen. Achso, Geschenke. Das Geschäft kann keine. Was? Nee, da wollte ich doch jetzt gar nicht hin. Nein, das wollte ich nicht. Jetzt habe ich mich ein bisschen vertippt hier. Achso. Hier kann ich gucken. Dann gehen wir so. Da muss man doch jetzt hier wahrscheinlich Bürobedarf. Schule, Großhandel hier. Ah, okay. Dann haben wir. Wir sind hier. Da gibt es einen Großhandel. Hier gibt es einen Großhandel. Gut, dann setzen wir das mal so. Und dann laufen wir mal da eben hin und dann kaufen wir mal ein bisschen was ein. Ja, ja. Ach so, nicht, dass man hier überfahren wird hier. Ich weiß nicht, ob die anhalten. So, wir sind gleich da. Du bist zu erschöpft, um dich mit voller Geschwindigkeit zu bewegen. Oh. Das sieht schon witzig aus. Oh, keine Energie und kein Essen, ne? Ah, okay.
Daran habe ich nicht gedacht. Ist hier irgendwo ein Supermarkt? Warte mal. Wenn ich, Einrichtungshaus, Möbelhaus, Hospital, Import, Marke. Lagerhaus, Einzelhandel, hier. Wo sind wir da? Aber wir müssen auch dahin, wir laufen gerade in die falsche Richtung. So, und ob wir da wirklich pünktlich ankommen, ohne dass wir verhungern, sehen wir in der nächsten Folge. Bis dahin, danke fürs Zuschauen. Wir sehen uns in der nächsten Folge. Ciao, ciao, euer Simi.